geht's gut und ihr habt einen wunderschönen Sonntag. In meinem heutigen Video geht es um Drogerieprodukte und zwar um eure Drogerieempfehlungen. Also macht's euch gemütlich, ich habe mir hier auch einen Tee geschnappt. Ihr wisst ja alle, dass ich es liebe, eure Flop-Produkte zu testen. Das mache ich ja schon seit Jahren. Das ist das älteste Format auf meinem Kanal. Seit 6 Jahren oder so findet das hier schon statt. Und ich finde dieses Format einfach super sinnvoll, denn so spart ihr euch dann Fehlkäufe. So kann ich dann eben testen, ob eine wasserfeste Mascara wirklich wasserfest ist oder nicht. Damit ihr euch erstens das Geld spart und wir auch zweitens Müll sparen. Und weil die Flop-Produkte, die ihr nennt, wirklich immer so geisteskrank gefloppt sind, habe ich mir gedacht, es wäre auch mal eine sehr gute Idee, eure Top-Produkte zu testen. Übrigens, ja, die hatten bei uns im DM keine Papiertüten mehr. Okay, ich möchte keine Kommentare dazu lesen. Ich weiß, Leute. Es ist eine Menge, deswegen starten wir direkt mit der ersten Sache. Und zwar ist es dieser Color Changing Lipstick. Der wurde einfach als ein Favorit genannt. Ich glaube, der ist sogar noch relativ neu. Oha! Ich krieg's gar nicht auf. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich so ein bisschen merkwürdig geschminkt bin. Foundation und Concealer habe ich nämlich bereits drauf. Wow! Der sieht übel spannend aus. Und die anderen Produkte werde ich dann eben unter anderem in meinem Gesicht anwenden. Seht ihr das? Ist das scharf? Oho! Dann trage ich den mal auf. Okay, man sieht direkt einen Color Changing Effekt. Seht ihr das? Unterlippe versus Oberlippe? Oha! Der Lippenstift sieht wahnsinnig cool aus. So einen in der Art besitze ich zum Beispiel auch noch nicht. Und ja, er ist color changing. Fühlt sich auch sehr gut auf den Lippen an. Hat auch einen angenehmen Geruch. Mich erinnert der Geruch ganz leicht an die Nivea-Creme. Ganz wichtige Frage. Kommentiert bitte mal in den Kommentaren. DM oder Rossmann? Was davon ist eure liebste Drogerie? Eine zweite Sache, die genannt wurde, waren Männerrasierklingen, weil die einfach länger halten sollen als Damenrasierklingen. Kann ich tatsächlich auch irgendwo bestätigen. Kann man jetzt nicht auf jede Brand beziehen. Es gibt auch Damenrasiererklingen, die wahnsinnig gut sind. Aber im Durchschnitt würde ich tatsächlich auch zustimmen, dass Männerrasierklingen einfach nicer sind. Ich finde, die haben so ein bisschen mehr Präzision, sind schärfer, haben ja auch oft mehr Klingen, halten bei mir einfach länger. Deswegen eine sehr schöne Empfehlung von euch. Kurze Teepause. Da kann ich euch direkt auf etwas sehr, 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 sehr Cooles hinweisen. Und zwar läuft gerade wieder die Ich bezahle euren Warenkorb-Aktion. Und zwar läuft die in meiner Instagram-Story, also schaut da sehr gerne vorbei, falls ihr teilnehmen möchtet. Dafür müsst ihr einfach nur ein aktiver Follower sein und mir dann einen Screenshot von eurem Warenkorb per Insta-DM schicken. Es ist total egal, von welcher Website der Warenkorb ist. Ich blende euch hier zum Beispiel auch sehr gerne mal den Verlauf mit der letzten Gewinnerin ein. Ich finde einfach, die Aktion ist super schön und sinnvoll, denn so kann ich euch dann auch etwas zurückgeben, was ihr wirklich braucht. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das nicht vielleicht sogar jeden Monat in diesem Jahr machen soll, dass ich dann einfach jeden Monat von einem von euch den Warenkorb bezahle. Also ja, ich bin am Überlegen. Kannst mir aber sehr gut vorstellen. Lasst mir da sehr gerne auch euer Feedback da. Dann wurde dieser Ingwer-Shot hier genannt. Und zwar, weil der nicht so scharf wäre wie andere Ingwer-Shots, aber halt trotzdem ein Ingwer-Shot wäre. Und da habe ich mir gedacht, also ich mag es eigentlich scharf, aber irgendwie hat das mein Interesse geweckt. Deswegen probieren wir den jetzt direkt mal. Stößchen! Ja, ist so ein milderer Ingwer-Shot. Also wie ihr seht, ich habe jetzt nicht die Miene verzogen. Wenn euch Ingwer-Shots generell zu scharf sind, dann könnt ihr euch den hier mal anschauen. Der ist auf jeden Fall schon milder. Ich merke gerade, dass ich wahrscheinlich das Deckenlicht hätte ausmachen sollen und möchte vielleicht eine Katze mit rein. Ist das Licht jetzt besser oder schlechter? Freunde, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall anders. Wir machen weiter. Diese Wattepads hier wurden genannt. Das sind die Maxi-Wattepads. Und das hat mich an eine alte Zeit von mir erinnert. Früher habe ich nämlich auch immer diese Maxi-Wattepads gekauft. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich meistens diese Abwaschbaren verwende. Und ansonsten habe ich einfach nur diese Langpackung mit den kleineren. Die bin ich einfach gerade aufbrauchen und die Maxi-Pads hatte ich schon ewig nicht mehr. Aber ich fand sie damals wirklich cool. Vor allem für Leute, die, wenn sie Make-up tragen, immer sehr viel Make-up tragen, ist das eine coole Idee, denn sonst sitzt man immer mit 7 Wattepads, die man zugesaut hat und hier sind es dann eher nur 2. Man ist dann auch irgendwie schneller fertig, weil man muss nicht die ganze Zeit das Wattepad wechseln. Also ich fand es damals wirklich immer cool. Aber wie gesagt, ich habe einfach irgendwann aufgehört, an sich Wattepads zu kaufen. Deswegen habe ich die irgendwie so aus dem Auge verloren. Dann wurde dieses Produkt hier genannt und zwar ist das ein Primer-Serum mit Blueberry und das andere kann ich im Leben nicht aussprechen. Squalane? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe ein neues Primer-Serum oder irgendwas in der Art gesucht, irgendwas zur Vorbereitung der Haut, bevor man Make-up aufträgt. Denn mein Make-up gerade sieht so unfassbar schlimm aus. Aber ich glaube, man sieht es tatsächlich gar nicht in der Kamera. Ich habe nämlich vorhin etwas ausprobiert und es war so grottenschlecht. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, lässt es drauf, weil ich heute sowieso nur Produkte am Testen bin. Da brauche ich jetzt auch für dieses Video keine perfekte Foundation, weil nichts basierend auf dieser Foundation funktionieren muss. Das ist jetzt zum Beispiel egal für Lippenprodukt, für Wimperntusche etc. Das Produkt hier. Oh, mich erinnert der Duft so krass an irgendwas. Das erinnert mich extrem an Shampoo. Ja, oha, irgendwie witzig. Finde ich irgendwie cool. Ich habe ja selber mal im Shampoo-Bereich gearbeitet und deswegen finde ich das gerade so faszinierend. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe, oh mein Gott, das steht hier sogar. Wie passend. Ich habe tatsächlich das hier, das ist aus derselben Reihe. Das ist ein Face-Serum, kein Primer-Serum, ein Face-Serum. Mmh.
würde ich nicht nochmal kaufen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie ich das finde. Aber ich kann jetzt in dem Moment keine direkte Empfehlung aussprechen, denn solche Skincare-Produkte, also Sachen, die wirklich auf die Haut kommen, muss man einfach über einen längeren Anwendungszeitraum testen, um sicherzugehen, dass sie keine Hautunreinheiten auslösen etc. Deswegen, ich bin gespannt. Ebenso bin ich gespannt darauf, dass ein Produkt von der lieben Judith Williams, und zwar ist das ein Niacinamid Expert Liquid Serum. Ich liebe solche Liquid Serien. Das ist jetzt zum Beispiel aber auch ein Produkt, das muss man einfach mehrfach testen, um euch da ein positives Feedback geben zu können. Bei Flop-Produkten weiß man immer viel schneller, ob es Flops sind oder nicht. Wenn eine wasserfeste Mascara nicht wasserfest ist, dann kann ich euch direkt sagen, dass das wohl nicht so das Wahre ist. Aber bei so Skincare-Produkten, wie gesagt, muss man einfach länger testen, kann ich euch jetzt nicht direkt sagen, ob das wirklich ein Top ist. Allerdings wurde es eben bei euren Drogerie-Empfehlungen genannt. Faszinierend, Freunde, faszinierend. Das wurde tatsächlich mehrfach als Favorit genannt. Diese Strumpfhose hier. Das ist die Warm- und Transparent-Strumpfhose. Also das ist die, blende ich euch mal ein Bild ein, als ich die getragen habe. Ja, das ist diese hier. Das ist nämlich dann auch meine zweite. Die hatte ich nämlich schon mal gekauft. Deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass sie von euch so als Top-Produkt genannt wurde, denn bei mir ist sie so schnell kaputt gegangen. Das Konzept dahinter ist natürlich erstmal klasse. Also es ist eine Strumpfhose, die richtig schön warm hält. So Richtung Thermostrumpfhose. Sie hat allerdings einen transparenten Look. Also sie sieht aus, als hätte man nur eine ganz dünne Strumpfhose an. So, die Idee finde ich jetzt erstmal klasse. Allerdings war die jetzt qualitativ bei mir jetzt nicht so der absolute Knaller. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich sie nochmal nachkaufe. Aber weil ihr sie öfter genannt habt, wollte ich ihr jetzt einfach nochmal eine zweite Chance geben. Wahrscheinlich haben das auch so viele genannt, weil es einfach ein TikTok-virales Produkt ist. Also sie ist einfach sehr im Hype. Und ja, ich probiere es nochmal aus. Dann wurde das hier genannt. Das sieht cool aus. Ich bin ehrlich. Ich hätte es mir wahrscheinlich auch so mitgenommen. Das hier ist ein Micellenwasser All-in-One mit Aktivkohle. Ich mag ja Aktivkohle und ich mag auch Micellenwasser. Deswegen, das passt ganz gut. Tabs sitzt hier übrigens rum. Oh, ich glaube, er kommt gleich ins Bild. Könnte er gleich ins Bild? Ja, er kommt ins Bild. Er sah so süß aus, wie er sich da die ganze Zeit so gestretched hat. Oh, mein Baby. Auf jeden Fall, das hier werde ich dann auch ausgiebig testen. Die Kondome wurden übrigens als beste Kondommarke eurer Meinung nach genannt. Deswegen habe ich sie auch mal mitgenommen. Und übrigens haben sehr viele auch bestimmte... Ja, ich muss das Wort jetzt hier zensieren. In diese Antwortkasten geschrieben. Also die sind anscheinend auch sehr beliebt bei DM. Die habe ich jetzt allerdings nicht geshoppt, weil die sind echt auch teuer. Und da habe ich mir gedacht, dann shoppe ich für das Geld lieber ein paar mehr Beauty-Produkte. Denn mein YouTube-Video wäre in dem Moment, wo ich diese Teile in die Kamera halte, sowieso demonetarisiert. Dann wurden Produkte von Coro genannt. Die waren tatsächlich in meiner Drogerie fast komplett ausverkauft. Außer diese hier. Das sind so Energy Balls mit Salted Peanut. Und das ist jetzt kein Problem für mich, denn ich liebe Energy Balls. Und ich liebe Salted Peanut. Deswegen schaue ich mir das doch wirklich sehr gerne an. Oha, jetzt wo ich das Teil so in der Hand habe, bin ich mir relativ sicher, dass ich das irgendwann schon mal getestet habe. Oh, das riecht so gut. Oh ja. Mmh. Okay, ciao. Das ist delicious. Könnt ihr sehen, wie nice das aussieht? Ja, wie gut, dass ich zwei gekauft habe, sonst wäre Jonas so neidisch. Wobei, ich esse auch den zweiten. Bin ich jetzt ehrlich. Jonas muss das hier ja gar nicht erfahren. In der Zeit, in der ich esse, testen wir einfach ein weiteres Produkt. Und zwar diese Mascara hier. Da bin ich richtig gespannt. Ich habe nämlich noch Erinnerungen an meine Teenagerzeit mit dieser Mascara. Oh, da motzt jemand. Komm rein. Okay, oder du raus. Also ich hatte die in meiner Teenagerzeit mal verwendet. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Kann ich nämlich wunderbar die ganze Zeit kauen. Ich lege euch jetzt einfach mal so eine coole Aufzugmusik drunter. Ich fühle mich gerade, als wäre ich 16 und würde mich für, bei uns hieß es immer Abifi, fertig machen. Also ich kann jetzt schon mal sagen, ich kenne eigentlich bessere Mascaras. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welche die beste wasserfeste Mascara ist. Wie gesagt, ich verwende wasserfeste Mascara eigentlich am liebsten. Und deswegen möchte ich mich in dem Bereich ein bisschen ausprobieren. Da werde ich jetzt wahrscheinlich einige enttäuscht haben. Ich finde die jetzt nicht so krass. Ich finde sie gut, aber ich bin mir sogar fast sicher, dass es noch eine bessere wasserfeste Mascara in der Drogerie gibt. Aber wie gesagt, ihr werdet mich das Ganze bestimmt in den Kommentaren wissen lassen. Das hier wurde auch genannt und zwar ist das ein AHA BHA Peeling Cleanser. Ein leicht schäumendes chemisches Peeling. Ich liebe ja sowas. Kurz als Disclaimer. Also das hier ist wirklich ein chemisches Peeling. Nutzt sowas bitte nur so, wie es auch bei der Anwendung beschrieben wird. Und wenn ihr euch vielleicht auch mal ein bisschen damit auseinandersetzt, hier mal googelt, was diese ganzen Begriffe bedeuten, denn
stellen. Teilweise muss man dann extrem darauf achten, dass man danach Sonnenschutz verwendet oder andere Regeln einhalten, eben je nachdem, was das da genau ist, was man verwendet. Das ist wirklich super wichtig. Das klingt erstmal super spannend, werde ich ausprobieren, aber das muss man eben auch ein paar Mal testen, um sich eine Meinung darüber zu bilden. Oh, wie schön, auch so schön versiegelt. Da steht schon mal parfumfrei drauf. Das finde ich erstmal gut. Ich habe mir nämlich super teure Skincare gekauft, die so grauenhaft riecht. Ich komme nicht drauf klar. Ist überhaupt nicht meins. Was mich auf die Idee bringt, ob ich nicht vielleicht mal ein High-End-Flop-Produkte-Video drehen soll. Also ja, die hier riecht jetzt erstmal neutral. An irgendwas erinnert ihr mich auch wieder. Ein Kleber. Aber relativ neutral. Das ist halt irgendein Unterton, der mich an Kleber erinnert. Als beste Haargummi-Marke wurde diese hier genannt, Invisible Bobbles. Da habe ich mir gedacht, ja, bin ich dabei. Ich habe mir jetzt mal so richtig schöne geholt. Die sind so pinkig, pearlig. Das ist ja total schick. Oh, schaut euch die mal an. Ich fühle mich wie damals. Ich habe überall Mascara in den Händen. Ich weiß nur nicht, ob die Kamera scharf stellt. Aber das sieht schön aus. Dann wurde das hier genannt. Ich war so, okay, das gibt's in der Drogerie. Das wusste ich gar nicht. Das sind so selbstklebende Strasssteinchen. Wie nice ist das denn bitte? Okay, kann ich das jetzt einfach so mit den Fingern machen? Ich mache es jetzt einfach mal. Und jetzt packe ich es einfach mal drauf. Ich weiß noch nicht, wohin. Hier, in meinen inneren Augenwinkel? Okay, hätte ich mal nicht. Oh, meine Tasche mal nicht. Ah, ja, jetzt hält's. Ja, cool. Boah, habe ich diese Packung jetzt hingetan? Nein, habe ich die jetzt schon? Ich habe die jetzt schon verloren, Freunde. Ich habe diese Packung jetzt schon verloren. Was? Ach, das sind sie. Oha, danke schön für den Tipp. Das war jetzt eine Geschichte von 30 Sekunden und jetzt habe ich da einfach zwei Glitzersteine kleben. Das ist so nice, dass die selbstklebend sind. Okay, die kleben nicht ganz symmetrisch, aber das ist jetzt erstmal okay. Oha, das ist cool. Ich liebe sowas ja komplett. Also werde ich mir nochmal holen. Definitiv. Kann man übrigens auch für die Nägel verwenden. Und eine Sache, die auch richtig oft genannt wurde, war der hier. Das soll angeblich der beste Schwangerschaftstest sein. Eurer Meinung nach? Das hier ist ein digitaler mit Wochenbestimmung. Faszinierend. Ich hätte fast gedacht, dass ein anderer öfter genannt wird. Gibt es nicht auch noch so einen, der hinten irgendwas hat, was blinkt oder so? Wäre der nicht sogar noch mal fortschrittlicher? Weiß nicht, auf jeden Fall wurde der hier genannt. Zudem habe ich auch Bilder von euch geschickt bekommen. Und ich finde tatsächlich digitale Schwangerschaftstests. Ich bin da nicht der Experte. Ich habe noch nie versucht, schwanger zu werden. Aber grundsätzlich, wenn ich versuchen wollen würde, schwanger zu werden, hätte ich auch echt Bock auf einen digitalen Schwangerschaftstest, weil ich hätte gar keinen Bock, bei so einem Streifen zu versuchen, irgendeine Linie zu interpretieren. Ich kenne das auch von den ganzen C-Punkt-Tests. Wenn man da immer so drauf starrt, dann nicht irgendwie doch so eine halbtransparente Linie ist. Deswegen, digital finde ich eigentlich ganz nice. Und Wochenanzeige ist ja auch erstmal ganz spannend. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag auf diesem Kanal wieder. Bis dann. Tschüss.